Ja, servus und grüß Gott, ihr Jedi-Meisterin und Jedi-Meister da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Türchen. Und ich hab's beim 12. vergessen zu sagen, aber wir sind natürlich jetzt schon über die Hälfte hinaus und es wird immer spannender. Und heute mit Türchen Nummer 14. Badum. Okay, schauen wir mal, wo es ist. Da ist es. Und heute haben wir... Oh, den Corporal Alliance Tank Droid. Wie immer baue ich den mal zusammen. Viel Spaß. Ja, und da ist er dann auch, der Corporal Alliance Tank Droid. So müsste er heißen. Ich habe das Modell aus 2013, also die letzte aktuelle Version auch da. Die können wir auch bald mal reviewen. Das finde ich jetzt mal wieder ein gelungeneres Mini-Build. Gefällt mir auf jeden Fall besser als der Laser Turret oder... der Quad Jumper oder der Mouse Droid, die waren auch okay, aber den finde ich deutlich gelungener, den erkennt man wirklich als das, was er ist. Sehr, sehr cool gelungen. Gefällt mir wirklich gut, auch hier mit dem Ansatz von den Ketten noch. Schönes Mini-Build. Als Ersatzteil kriegen wir einmal so ein Roof-Teil 1x1, ein Teil 1x1 und nochmal so eine Kelle. Genau, das sind die Ersatzteile. Dann war es das eigentlich auch von diesem Adventskalendertürchen. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet zum 3. Advent und dem 15. Türchen. Dann sehen wir uns morgen wieder. Bis denn, ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister da draußen. Ciao.